Liebe Zuschauer, schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Ja, heute bin ich auf Besuch quasi im Rathaus bei der CSU-Fraktion hier und mein heutiger Gast ist Professor Hans Theiss. Grüß Sie. Sie sind Kardiologe. Jawohl. Inwieweit spielt denn bei Ihnen so das Herz mit in der Politik? Das Herz ist ja quasi das wichtigste Organ, ist ja der Motor, sorgt dafür, dass Blut überall ist. Und ich glaube, so muss man sich auch in der Politik sehen, dass man versucht, Motor für andere Dinge zu sein, Dinge voranzutreiben, in Kreislauf zu bringen. Ich glaube, dass es dadurch auch sinnbildlich für Politik machen steht. Jetzt ist es ja so, die Kardiologie, die entwickelt sich ja immer weiter. Immer weiter. Wie ist es so mit der Politik hier im Rathaus? Es sind zwei ganz unterschiedliche Disziplinen, die sich komplementär, finde ich, sehr gut ergänzen. Deswegen macht es mir auch Spaß, beide so zu kombinieren. Die Politik entwickelt sich auch weiter, weil sich die Probleme verändern, weil sich die Bedürfnisse der Menschen verändern, weil sich Rahmenbedingungen verändern. Und da muss man sich genauso neu darauf einstellen wie auch in der Medizin. Jetzt ist es ja so, München ist ja eine stark wachsende Stadt. Und es gibt ja sicherlich sehr viel positive Dinge. Was ist denn so das Positive an München? Als gebürtiger Münchner ist es einfach die schönste Stadt der Welt. Also da könnte man eigentlich schon aufhören. Bei Ihnen. Wenn man statistisch werden möchte, ist es so, dass München am eigenen Erfolg erstickt. Da haben Sie absolut recht. Es kommen jährlich über 15.000 Menschen zu uns, was für München an sich ja auch spricht. Die Leute kommen nicht nur aus Bayern, aus der ganzen Republik zu uns in die Stadt, weil es hier so schön ist zu leben, weil die Stadt Flair hat, weil die Stadt vibriert, weil es im Winter wie im Sommer schön ist. Aber Sie haben richtig angesprochen, das generiert auch ganz neue Probleme. Das heißt, München, kann man sagen, München wächst noch kontrolliert oder ist es manchmal auch von außen gar nicht mehr alles in den Griff zu kriegen? Also Wachstum kann man nicht wirklich kontrollieren. Man kann nur versuchen, es politisch so gut es geht zu moderieren. Es ist so, dass die Stadtgrenzen so sind, wie sie sind. Das heißt, wenn man davon spricht, dass München wächst, stimmt das eigentlich nur, was die Bevölkerung anbelangt. Die Fläche bleibt ja gleich. Und wir haben immer weniger Fläche zu verteilen. Das gilt für den Wohnraum, das gilt für den Verkehr, wo es jeder täglich spürt. Und das stellt uns vor ganz neue Herausforderungen. Wir müssen innerhalb von 10 Jahren in München eine Bevölkerungsanzahl integrieren, die fast an die Größe Augsburgs heranreicht. Ich glaube, das verdeutlicht das riesige Problem, das wir hier haben. Jetzt seid ihr in den unterschiedlichen Parteien. Wie sehen denn das so die anderen Parteien hier im Rathaus? Die müssen das ja ähnlich sehen. Ja? Also gerade dieses Thema Verkehrspolitik, das ist ja schon ein Thema, das unter den Nägeln brennt hier. Also natürlich unterscheiden sich die Parteien massiv. Einigkeit dürfte schon daran herrschen, was die 2, 3 größten Probleme in München sind. Das dürfte, denke ich, die Wohnungsnot sein und der Verkehr sein. Der große Unterschied ist dann die Herangehensweise, wie wir diese Probleme lösen wollen. Und da treten wir im politischen Wettbewerb, werben für unsere Lösungen, werden es da hoffentlich auch bei den Wahlen entsprechend durchsetzen. Also das heißt, das Wort Problem wird dann im Grunde gelöst. Ja. Es gibt ja Dinge, wo man nur noch von Problemen spricht, aber wichtig ist ja auch, dass man von Lösungen spricht. Zum Beispiel, bleiben wir mal beim Verkehr, wie kann man das? Kann man nicht auf die Schnelle lösen? Also da muss man verschiedenste Ebenen angehen, da darf auch kein Denkversuch zu absurd sein. Ja. Klar ist, wir haben mehr Menschen in der Stadt, die auch in die Innenstadt rein wollen. Wir haben nicht verschiedene Zentren in München, wie zum Beispiel Berlin. Die meisten wollen die Innenstadt rein. Das heißt, wir müssen dort neue Verkehrslinien schaffen. Das werden neue U-Bahnen sein, wie zum Beispiel eine Linie U9, die allerdings mehrere Milliarden kostet, für die wir Geld vom Bund brauchen. Wir haben die zweite Stammstrecke, die vor allen Dingen auch dem Umland dienen wird, schneller nach München reinzukommen. Unsere Hoffnung ist, dass die Pendler dann vielleicht das Auto auch draußen stehen lassen. Man muss vielleicht auch mal unbequemen Tramlinien zustimmen. Die Tram-West-Tangente war für uns als CSU sicherlich nicht einfach, kann aber auch unter Umständen ein Baustein sein. Wir brauchen die Ringbahn, wir brauchen Buslinien, wir brauchen Verkehrs- oder Radschnellwege. Wir als CSU wollen diese allerdings nicht so legen, dass der Autoverkehr gehemmt wird. Wir wollen fließenden Verkehr und würden die Radschnellwege gerne dorthin legen, wo es den Autoverkehr möglichst wenig stört. Wir wollen den ruhenden Verkehr unter die Erde bringen, vielleicht neue Tiefgaragen und dergleichen. Also verschiedenste Zahnrädchen, die ineinander greifen müssen, um dieses Gesamtproblem Verkehr halbwegs zu lösen. Aber kann man schon sagen, also München ist ja schon fast überall. Also es ist also schon eine unglaubliche Radlerflut, was ja auf deiner Seite schön ist, ja, überhaupt keine Frage. Aber viele können sich natürlich die Parkgebühren nicht mehr leisten in der Innenstadt. Viele sagen, okay, das ist günstig, da bin ich schnell unterwegs. Die Radfahrer, machen Ihnen die ein bisschen Sorgen? Nein, Sorgen machen wir die überhaupt nicht. Es ist so, dass
wir die Verkehrsmittel, wir als CSU, nicht gegeneinander ausspielen wollen. Mhm. Es ist auch nicht so, dass es nur den Radler gibt und den Autofahrer. Mhm. Viele Menschen, gerade die jüngeren Menschen, die wechseln. Die fahren mal einen Tag Auto, dann fahren sie in der Früh mit der U-Bahn, wollen abends aber im Biergarten radeln. Mhm. Die benutzen verschiedene Verkehrs- oder Fahrzeugmöglichkeiten. Und darauf müssen wir auch entsprechend Antworten finden. Mir fällt nur auf, dass im Prinzip, egal welches Verkehrsmittel man benutzt, es ist überall zu voll. Die Radwege sind zu voll, die Straßen sind zu voll, die U-Bahnen sind auch zu voll. Und deswegen müssen wir auf allen Ebenen mehr Raum schaffen, auch gute neue Ideen haben, um hier den Verkehr im Fluss zu halten. Jetzt haben wir natürlich diese ganz modernen Radler, diese E-Fahrzeuge schon, die ja zum Teil also schon über 40 km/h auf die Straße bringen. Da gibt es ja im Grunde keine Prüfung, nichts. Also sie setzen sich da drauf. Und die Balance ist manchmal bei so einer hohen Geschwindigkeit oder der Bremsvorgang ist vielleicht anders wie beim normalen Radl, wo man einfach noch das in den Wadeln spürt, bin ich jetzt zu schnell oder nicht. Machen Ihnen die irgendwelche Kopfschmerzen, so diese? Also im Augenblick habe ich noch nicht das Gefühl, dass sich da die Probleme massiv häufen, aber zum Beispiel es kann kommen. Mit den E-Scootern, also diese Roller, die quasi elektrobetrieben sind, die auf dem Gehweg fahren dürfen. Also hin und auch her, da bin ich gespannt, ob das mit den Fußgängern zu Konflikten führt. Ich glaube, generell müssen wir appellieren, dass alle Verkehrsteilnehmer aufeinander Rücksicht nehmen. Das gilt für die Autofahrer, die Fußgänger, die Radfahrer, die E-Bike, E-Scooterfahrer. Und wir müssen schauen, dass wir insgesamt versuchen, diese Konfliktzonen zu entzerren, damit irgendwo jeder zu seinem kommt. Inwieweit, Herr Professor Theiß, sind Ihnen da, sagen wir mal, große Städte, die ähnliche Probleme haben? Also ich denke jetzt mal, ich komme jetzt gerade aus Vietnam, also in Vietnam geht es ja wüst auf den Straßen zu, also mit den Mofas und so weiter, da fährt links, rechts, hinter. Wo holen Sie sich denn so die richtigen Tipps? Also generell macht der Stadtrat immer wieder Städtereisen, wo entsprechende Ausschüsse sich überlegen im Vorfeld, wo in Europa gibt es Städte, die bestimmte Fragestellungen gut lösen. Da schaut man sich dann an, versucht es zu übertragen. Ich freue mich, wenn andere Kollegen da reisen, will das auch gar nicht zu sehr schmälern, gebe aber ehrlich zu, dass ich glaube, dass man immer individuelle Lösungen braucht. Also ich finde es schwierig, wenn man auch im Urlaub oder beruflich in irgendeiner Stadt ist und sagt, super, dieses eine Teilsegment funktioniert super, das geht oft zulasten anderer Segmente oder hat auch bestimmte andere Implikationen, die man vielleicht nicht im Blick hat. Ein Beispiel, das heißt dann immer wieder Kopenhagen, tolle Radlstadt, stimmt, aber die haben einfach wenige Industrie, die haben dadurch weniger Industrieverkehr, das ist eine andere verkehrliche Situation, wo man auf dem ersten Blick vielleicht denkt, die Stadt kann ich vergleichen, kann ich dann aber im Detail eben oft nicht. Und von den Holländern, was kann man da lernen? Die Holländer sind sicherlich radbegeistert, aber es ist auch nicht so, dass in Städten wie Amsterdam oder in anderen holländischen Städten überhaupt kein Verkehrsproblem wäre. Also deswegen greift man sich eben manchmal einen Aspekt raus, wo man das Gefühl hat, der läuft besonders gut, der geht aber oft zu Kosten eines anderen. Das ist manchmal so einfach. Sind Sie auch mit dem Rad ab und zu unterwegs? Ich bin ehrlich, ich bin vor allem mit dem Auto unterwegs, was damit zu tun hat, dass ich oft Hintergrunddienst habe, deswegen auch irgendwo da verfügbar sein muss. Ja. Ich erledige viele Telefonate auch im Auto und ich gebe zu, ich fahre auch gerne Auto. Da will ich gar nicht drumherum schummeln. Fahrrad fahre ich nicht so viel, ich gehe viel zu Fuß. Also ich gehe zum Beispiel auch gerne hier vom Rathaus nach Schwabing nach Hause zu Fuß, weil man da, finde ich, irgendwo nachdenken kann. Ja. Das Fahrrad ist im Sport mal meins gewesen, weil ich früher Triathlon gemacht habe. Benutze ich jetzt einfach seltener, weil ich nicht so gerne verschwitzt zu Terminen komme, aber das muss jeder für sich wissen. Ich will das Fahrrad auch für andere gar nicht schlecht reden. Jetzt gehen wir mal in den kleinen Sitzungssaal und dann sprechen wir einfach mal über die sicherste Stadt in Europa. Das ist nämlich auch München. Okay. Ja, sehr gerne. Wunderbar. Ja, Herr Professor Theiß, was findet denn hier so statt? Das hier ist der kleine Sitzungssaal, der fast prunkvoller ist als der große Sitzungssaal. Schön. Hier haben wir viele Ausschusssitzungen in den Ausschüssen, Fachausschüsse wie Gesundheitsausschuss, Finanzausschuss, Kreisverwaltungsausschuss, sitzt nicht der ganze Stadtrat, wir haben ja 80 Stadträte insgesamt, sondern je nach Ausschussgröße 15 bis 23, 25 Stadträte und dann kann man hier in Ruhe die entsprechenden Themen behandeln. Hier auf dem großen Stuhl in der Mitte sitzt der Oberbürgermeister oder der zweite Bürgermeister oder die dritte Bürgermeisterin, je nachdem wer den Ausschuss leitet, dann die jeweiligen Fachreferenten und wir Stadträte sitzen hier. Wo sitzen Sie denn da genau? Ich sitze in der Regel in dieser Bank ganz links außen, weil ich finanz- und gesundheitspolitischer Sprecher bin und der Sprecher sitzt immer außen quasi und führt die meisten Wortbeiträge und gibt auch das Abstimmungsverhalten vor in einer Fraktion. Jetzt kommen wir doch mal zum Thema Sicherheit. Also München ist ja wirklich eine sichere Stadt. Also wenn da irgendwie mal so Alarmanlage klingelt, die Polizei ist schnell da. Das ist ja schon auch ein
Investorfaktor. Also die Menschen kommen gerne nach München oder Firmen kommen gerne her, weil einfach die Sicherheit ist gewährleistet. Das ist richtig. Das liegt in erster Linie an unserer hervorragenden Münchner Polizei, die, glaube ich, gut ausgestattet ist, sehr motiviert ist, auch viel Unterstützung aus der Bevölkerung erfährt. Ich glaube, auch über das konservative Lager raus ist die Münchner Polizei einfach ein hoch akzeptierter Faktor. Ja. Und in München ist es auch so, dass die Bürger wachsam sind. Die werden auf Bürgerversammlungen auch immer wieder von den Polizeiinspektionen auch entsprechend informiert. Das alles greift zusammen, dass es eine sichere Stadt ist, dass es ein schönes Gefühl gibt. Und ich glaube, auch das ist ein Grund, warum die Menschen gerne zu uns kommen. Jetzt Sicherheit ist ja in vergleichbaren Städten ein großes Thema, und zwar ein negatives Thema. Also nehmen Sie mal Berlin, Berlin ist natürlich größer als München, aber trotzdem Hamburg, Frankfurt, da ist es ja noch nicht so weit. Ja. Dennoch arbeiten die ganzen Polizeistationen ja intern zusammen. Und natürlich auch durch die Digitalisierung ist natürlich vieles heute besser, sagen wir mal, überprüfbar, als eben wie es früher war. Ja. Ich glaube, München ist deswegen auch, steht so stark da, weil wir hier eine Polizei haben, die vom Freistaat exzellent ausgestattet wird. Die Polizei weiß aber auch, dass die Politik hinter ihnen steht, dass sie auch erwartet, dass für Sicherheit gesorgt wird und dass auch politisch nicht gewünscht ist, dass es No-Go-Areas zum Beispiel hat und dass man da auch entsprechend massiert reingeht. Was heißt das genau, No-Go-Areas? Also wenn ich mir vorstelle, dass es in Berlin oder in Hamburg Straßenzüge gibt, in denen die Polizei nicht reingeht, teilweise auch tagsüber, dann finde ich das absolut unerträglich. Ja, das darf einfach nicht passieren. Wir wollen keinen Polizeistaat, wir wollen nicht, dass überall ein Polizeiauto steht. Ja. Aber es kann nicht sein, dass es Straßen gibt, wo Clans dominieren, wo einzelne Familien vorgeben, wie dort zu leben ist und da ihre eigenen Regeln und Gesetze haben. Und das halte ich in München auch für undenkbar. Ja, ja. Jetzt das Thema mit den Asylanten. München hat ja eine große Quote an ausländischen Bewohnern auch hier. Das funktioniert sicher und gut im Grunde. Ich glaube, da muss man auch zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist, dass die Asylsuchenden ja nach einem bestimmten Schlüssel über ganz Deutschland verteilt wurden. Da hat München nicht proportional mehr oder weniger als andere in Deutschland aufgenommen. Ich glaube aber, dass es hier vorbildlich gelaufen ist, dass sich die Landeshauptstadt in Kooperation mit dem Freistaat da extrem klug angestellt hat, viele Mittel auch bereitgestellt hat. Die Bevölkerung hat ganz toll mitgemacht. Ich denke an diesen berühmten September, wo hier tausende Menschen angekommen sind am Hauptbahnhof, wo die Bevölkerung wirklich ganz toll mitgeholfen hat, auch eine Bayernkaserne unterstützt hat. Und das hat gut funktioniert. Das andere ist, dass in München meines Wissens generell die Ausländerquote höher ist als zum Beispiel in Berlin. Wir haben hier ganz viele Italiener, Türken, Kroaten, die aber sehr gut integriert sind. Griechen ganz genau. Und das ist, finde ich, dieses Leben und Leben lassen in München. Mit einer guten Integration fällt das gar nicht so stark auf. Es gibt andere Städte, wo man aus dem Gefühl raus sagen würde, da müsste die Ausländerquote doch viel höher sein. Ist sie aber nicht, weil es in München einfach gut funktioniert. Jetzt machen wir einen kleinen Schnitt, dann würde ich gerne mal über die ganze Thematik Gesundheitspolitik der Stadt München mit Ihnen sprechen. Gerne. Ja, Herr Professor, wie sieht denn so die Gesundheitspolitik aus? Sie sind der Sprecher gesundheitspolitisch, ja. Wie sieht die Gesundheit so und die Strategie der Stadt München aus? Also Gesundheitspolitik findet ja auf den Ebenen Kommunalpolitik, Landes- und Bundespolitik statt. Ich bin natürlich als Stadtrat kommunalpolitisch dort aktiv. Ich denke, dass unser größter Brocken die städtischen Kliniken waren, das städtische Klinikum München oder jetzt Münchenklinik. Der Name hat sich ja geändert. Das ist die größte Klinik in ganz Deutschland. Wenn man die vier Standorte zusammennimmt, waren das über 8.000 Mitarbeiter und über 3.000 Betten. Also größer und wie Großharan quasi. Exakt, ja, weil es mehrere Standorte sind, die aber in einem Klinikum sind. Aber da ging es ja auch mal darum, dass man was schließt, oder? Der Punkt war, dass diese Kliniken 2014 fast insolvent waren. Und als wir als CSU in die Regierung gekommen sind, war das einer der größten Brocken, den es zu bewältigen gab, weil die Münchnerinnen und Münchner zu Recht, finde ich, erwarten, dass die Kommune sich auch um ihre Gesundheit kümmert, dass das nicht nur Kliniken in freistaatlicher Trägerschaft oder Privatkliniken tun, sondern eben auch kommunale Kliniken, die ja ein Drittel aller Patienten abdecken. Und hier haben wir mit einem wirklichen politischen Kraftakt dafür gesorgt, dass diese Kliniken nicht pleite gegangen sind. Wir haben sie restrukturiert, wir haben sehr viel Geld in Kooperation mit dem Freistaat zur Verfügung gestellt, über 1 Milliarde, um diese Kliniken tatsächlich
Republik zu erhalten und auch um unser Wahlkampfversprechen einzulösen, alle vier wesentlichen Standorte zu erhalten. Also das Klinikum Schwabing, Harlaching, Bogenhausen, Neuperlach. Wir wollten diese vier Standorte behalten, wir wollten dort die Notfallversorgung aufrechterhalten und sind da, glaube ich, ein gutes Stück weitergekommen. Wie haben Sie das genau gemacht? Also erstmal muss man ja eine Bestandsaufnahme machen, einen richtigen Check-up quasi, und dann ist ja nicht alles nur mit Geld zu lösen, sondern man muss ja auch wieder Ruhe reinbringen. Die Bevölkerung war wahrscheinlich nervös, wenn man sagt, was ist, wenn jetzt Perlach oder Schwabing nicht mehr da wäre. Das ist ja auch ein Stück München gewesen oder ist. Also es ist ja so gewesen, dass die Kliniken über viele Jahre immer in der Öffentlichkeit tot debattiert worden. Und andere Träger haben sich totgelacht und konnten sich darüber freuen, dass ein Wettbewerber in der Presse durch den Kakao gezogen wird. Und wie Sie ganz richtig sagen, verunsichert das dann Patienten, verunsichert die Bürger, verunsichert auch die Ärzte, zuweisende Ärzte, ganz genau. Und unser wesentlicher Schritt war, dass wir mit unserem Kooperationspartner, mit der SPD, es geschafft haben, dieses Thema aus der öffentlich in der Presse diskutierten Bühne rauszunehmen. Wir haben das in klugen Hintergrundrunden besprochen, durchaus kontrovers, haben da wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen, haben es dann aber geschafft, eben in Ruhe Konzepte zu erarbeiten, die nicht gleich tot diskutiert wurden im Vorfeld. Haben das in Kooperation mit der Geschäftsführung geschafft, auch mit dem betreuenden Referat, mit der Kämmerei. Und nur so, wenn alle dort mithelfen, kann man da auch substanziell weiterkommen in so einer Krisensituation. Nun muss man das natürlich auch ständig so begleiten. Es kann ja mal wieder ein leichter Rückfall kommen. Also wie sieht denn die Situation jetzt aus? Also die Kuh ist noch nicht definitiv vom Eis. So viel Ehrlichkeit gehört dazu. Ja. Es ist so, dass ganz hervorragende Medizin an allen vier Standorten gemacht wird, dass die Mitarbeiter wirklich ihr Bestes geben. Gerade in den weißen Bereichen, sprich Ärzte und vor allen Dingen auch in der Pflege, kümmern die sich ganz hervorragend um die Patienten. Aber man muss auch die Rahmenbedingungen schaffen, man muss dort neue, moderne Räumlichkeiten auch bauen. Da sind wir am weitesten in Neuperlach. Dieser Standort ist fast durchsaniert. In Schwabing kommen wir auch gut voran. Das ist die neue Kinderklinik. Da wird ein neues Mutter-Kind-Zentrum mit einem neuen Notfallzentrum auch errichtet, mit einer größeren Kreißsaalkapazität. Dann werden wir noch in Harlaching und Bogenhausen bauen müssen. Das sind die beiden größten Vorhaben und das sind sicherlich für die Gesamtsanierung auch die technisch kritischsten. Wenn wir das tatsächlich geschafft haben Mitte der 20er Jahre, dann können wir sagen, dass die Sanierung erfolgreich abgeschlossen ist und uns auch gegenseitig beglückwünschen. Jetzt geht ja auch so immer so ein positives Gerücht drum, dass so München die Hauptstadt der Gesundheit in Deutschland sei. Da ist aber schon irgendwie was dran. Also München hat eine enorm hohe Ärztedichte, vor allen Dingen im niedergelassenen Bereich, aber hat auch viele Kliniken, was eben daran liegt, dass wir nicht nur die kommunalen Kliniken haben, sondern zwei hervorragende Universitätskliniken, der LMU und der TU, mit den Standorten Großhadern, Innenstadt, rechts Isers, Deutsche Herzzentrum gehört auch noch dazu. Ja. Beide Fakultäten nehmen sich nichts, machen, glaube ich, exzellente Medizin, exzellente Wissenschaft. Wir haben aber auch wirklich gute kleine Kliniken da, sei es Privatkliniken, sei es aber auch Kliniken in konfessioneller Trägerschaft, in gemeinnütziger Trägerschaft, die neben der Maximalmedizin der großen Häuser eine exzellente Medizin machen, exzellente Altersmedizin. Ich glaube, das alles trägt dazu bei, dass München ein ganz exzellenter Medizinstandort ist, fraglos. Das zeigt ja auch, dass aus aller Welt Patienten, die es sich leisten können, hierher reisen, um hier auch behandelt zu werden. Jetzt gibt es ja eine, werden Sie sicherlich viel besser wissen wie ich, aber ich habe ein interessantes Buch gelesen, jetzt gibt es ja schon diese ganze Cybermedizin. Also große Firmen wie Facebook, Google, Amazon stellen jetzt unglaublich viele Wissenschaftler ein, weil sie eben natürlich über diese ganzen Daten verfügen. Und ich meine, Medizin, moderne Medizin entsteht ja auch mit vielen, vielen Daten. Wenn man also Millionen von quasi den richtigen Daten hat, kann man natürlich damit auch was anfangen in der Medizin. Wie stehen Sie denn zu dieser ganzen digitalen Geschichte? Die Medizin wird ja immer digitaler. So der gute Arzt, der einen anschaut und so quasi sagt, also irgendwas stimmt denn mit Ihnen. Heute ist ja schon vieles sehr Hightech-mäßig unterwegs. Ich gebe zu, ich persönlich glaube, dass da ganz enorme Chancen drin sind. Es gibt auch Risiken, mit denen kann man vielleicht vorneweg anfangen. Das ist natürlich der Datenschutz. Und der ist nichts ist so persönlich wie eine persönliche Erkrankung, das persönliche Wohlergehen. Ja. Das muss natürlich geschützt sein. Ich glaube aber, dass die Chancen die Risiken deutlich überwiegen. Das ist im Großen zu sehen, wenn es darum geht, Studien zu machen, sind es natürlich ganz enorme Datenpools, die bei diesen großen Firmen vorliegen. Das kann man zwar kritisch sehen, mag aber sein, wenn man Wirksamkeit bestimmter Medikamente
Medikamente analysieren möchte, wenn man sehen möchte, ist ein bestimmter Stoff, ein Getränk, ein Essen schädlich, dann hat man da unter Umständen riesige Datenmengen, die man, glaube ich, ganz hervorragend auswerten kann. Dann bietet die Digitalisierung natürlich auch die Möglichkeit, in entfernteren Landstrichen, in denen nicht so eine hohe Dichte an medizinischen Experten vorliegt, dort Medizin hinzubringen, dass man unter Umständen eben über Telemedizin, über einen Monitor versucht, dort zu helfen. Sei es, dass man auch nur ein EKG analysiert, dass man Röntgenbilder analysiert und dadurch auch in der Peripherie, das geht jetzt über München hinaus, da eine ganz tolle Medizin reinbringt. Und dann ist es, glaube ich, auch einfach praktischer. Ich verstehe bis heute nicht, warum man ein Rezept immer handschriftlich haben muss, warum nicht der Arzt einfach sagt, ich verordne das Medikament A, B und C und dann ploppt auf, welche Apotheke hat das, in welcher Größe da. Das, finde ich, ist noch zu umständlich. Da mag es Leute geben, die bremsen, weil sie ernsthafte Bedenken hinsichtlich Datenschutz haben. Vielleicht wollen aber einige auch einfach nur die Mauern um ihr eigenes kleines Reich hochziehen. Da würde ich mir teilweise mehr Progressivität wünschen. Sie sind der gesundheitspolitische Sprecher Ihrer Partei. Was muss man sich darunter vorstellen? Also genau gesagt bin ich gesundheitspolitischer Sprecher unserer Stadtratsfraktion. Es ist so, dass jeder Fachbereich einen Sprecher oder eine Sprecherin hat. Das gilt für Anfragen von außen, von der Presse und von Bürgern, aber erst recht im Alltag hier im Stadtrat. Da ist es ja so, dass Themen diskutiert werden, die verschiedenen Parteien melden sich zu Wort und da meldet sich mal primär der Sprecher zu Wort, weil der den besten Überblick hat, weil der sich mit den verschiedensten Bereichen auch auseinandergesetzt hat. Und dann kann es ja manchmal turbulent werden, dann kann es sehr schnell werden, wo es auch ums Abstimmungsverhalten geht, wo unter Umständen überzeugen müssen, wo, sie wo man die, richtig, die wo man auch versuchen Argumente muss, mit so. Andere Fraktionen auch zu überzeugen, verstehe. Wo dann aber unter Umständen jemand, der fachlich nicht so tief drin ist aus der eigenen Fraktion, fragt, wie stimmen wir eigentlich ab? Und da gibt dann im Prinzip der Sprecher das Abstimmungsverhalten vor, weil man dann auch in allermeisten Fällen in Fraktionsdisziplin abstimmt, das heißt gemeinsam ja oder gemeinsam nein. Jetzt kommen wir mal zu einem auch ernsten Thema, das Thema Wohnen. Also Wohnungen sind knapp, werden wahrscheinlich auch immer knapp bleiben. Kürzlich hat man ja aus den Tagesmedien entnommen, dass jetzt irgendwann mal die 100-Meter-Grenze bei Häusern oder bei großen Häusern angegangen wird. Wie wollt ihr dieses Problem lösen? Natürlich müssen neue Wohnungen gebaut werden, das ist keine Frage. Aber unsere Haltung ist klar, bauen ja, aber nicht um jeden Preis. Es muss schon so sein, dass die Stadt auch noch lebenswert bleibt. Ich möchte nicht, dass das allerletzte Grün, der letzte Spielplatz, der letzte Sportplatz zubetoniert wird, nur um immer neue Wohnungen zu schaffen. Es ist so, dass die Wohnungsnot neben dem Verkehr, den wir ja vorher angesprochen haben, sicherlich das größte Problem für die Bevölkerung ist, vor allen Dingen für die nicht so vermögende Bevölkerung. Das ist gar keine Frage. Manchmal muss man sich aber auch die Frage stellen, ob wir durch immer neuen, beliebig großen Wohnraum auch Anreize schaffen, dass mehr Leute zu uns kommen. Wir müssen Wohnungen, das animiert ja auch. Ja. Exakt, wir müssen das, glaube ich, multimodal angehen. Wir müssen in der Tat in München Wohnungen bauen, aber klug, gerne dort in die Höhe, wo es Sinn macht. Aber auch da müssen Abstandsflächen eingehalten werden. Auch dort braucht man Grün, gemeinschaftliches Grün, sonst geht die Lebensqualität verloren. Wir müssen es schaffen, klug mit den Umlandgemeinden zusammenzuarbeiten, die sicherlich viel mehr freie Fläche haben als wir in München. Dass wir Umlandgemeinden eingemeinden, wäre praktisch, ist aber, glaube ich, so leicht nicht zu bewerkstelligen, sodass wir denen Angebote machen müssen, dass wir ihnen verkehrstechnisch entgegenkommen, sie aber dafür auch irgendwo Wohnraum schaffen, um den Druck aus München entsprechend rauszubekommen. Ich glaube, wenn man hier neu baut, braucht man einen klugen Mix, dass auch im geförderten Wohnraum da ist, damit auch einkommensschwache Familien sich München leisten können. Denn was wir natürlich nicht wollen, ist, dass nur vermögende, gut verdienende Leute aus ganz Bayern, aus ganz Deutschland zu uns kommen und die einheimische, vielleicht nicht so vermögensstarke Bevölkerung verdrängen. Das würde mir auch wehtun. Aber wie wollen Sie das lösen? Also mein München ist natürlich eine Magnetstadt. Die zieht an, man ist schnell irgendwo in Italien, man ist schnell an den Seen, in den Bergen. Also das Umland ist natürlich verführerisch, ja, dass Menschen eben sagen, ich ziehe nach München. Oder gerade Leute, die gesagt haben, okay, ich habe ein gutes Leben, jetzt gehe ich einfach quasi in die Rente und dann komme ich nach München. Also wie wir vorher gesagt haben, kann man Wachstum nicht komplett steuern, aber man kann versuchen, es zu modulieren. Natürlich kann man dafür sorgen, dass, wenn neuer Wohnraum geschaffen wird, dort auch geförderter, auch preiswerter Wohnraum dabei sein muss. Das tun wir in München mit einem speziellen Modell, das heißt Sobon, dass wir das bedeutet, dass wir privaten Investoren auch auferlegen, sich an den Infrastrukturkosten insgesamt zu beteiligen, auch entsprechend
geförderten Wohnraum zu schaffen, damit eben nicht nur Topverdiener, die sich Eigentumswohnungen mit 10.000 Euro pro Quadratmeter mehr leisten können, zum Zug kommen, sondern eben auch andere Gesellschaftsschichten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Jetzt ging ja kürzlich durch die Medien das Thema Enteignung. Das ist ja kein angenehmes Thema. Da bekommen ja auch Menschen Angst und sagen, also. Ja, okay. Also das gibt es mit uns als CSU sicher nicht. Das halte ich auch für einen vollkommen falschen Weg. Aber die Grünen haben das jetzt mal eingespielt. Der Habeck hat es in der Tat eingespielt. Und ich habe ja für den Landtag in München Mitte kandidiert, weiß im Glockenbachviertel, wo die Grünen stark sind, auch was da für Wohnraum ist. Also das sind genug Eigentumswohnungen, die höchst preisig sind. Und da bin ich gespannt, ob dieses Klientel dem Wunsch nach Enteignung nachkommen möchte. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und das geht auch am eigenen SUV-fahrenden Klientel, glaube ich, etwas vorbei, diese Forderung. Aber kann man nicht auch sagen, dass es natürlich manche Menschen, die jetzt wirklich sich in dieser Wohnungsnot befinden, dazu bewegt, dass sie das Kreuzchen dort machen bei dieser Partei? Dass Rattenfänger auch bei der einen oder anderen Person Erfolg haben, kann man nie ausschließen. Das ist aber auch meines Erachtens keine seriöse Politik. Und da merkt man den Grünen an, dass sie einfach auf der kommunalen Ebene, auf der Landes- und auf der Bundesebene in der Opposition sind. Da kann ich natürlich Wolkenkuckucksheim malen, kann ich fordern, was ich möchte. Wenn ich es am Schluss nicht umsetzen muss, es nicht finanzieren muss, mich nicht dafür rechtfertigen muss, kann ich alles vom Himmel runter mir wünschen. Und egal, ob es sich widerspricht oder nicht. Ich bin dafür, dass man seriöse Politik macht. Und dafür gehören meiner Meinung nach Enteignungen nicht dazu. Und das beweisen wir in München auch. Es war ja im Münchner Norden und auch im Nordosten eine sogenannte SEM angedacht. Das ist eine spezielle Maßnahme, in der man freie Flächen entwickeln möchte, wo man Wohnungen bauen möchte. Da sind wir grundsätzlich dafür. Aber wir wollen nicht, dass Leute, die dort Grund haben, potenziell enteignet werden können. Das führt für uns zu weit. Da gibt es andere Möglichkeiten, das zu steuern. Und das Eigentum ist ein ganz, ganz hohes Gut, das wir nicht antasten wollen. Macht Ihnen das, diese unglaublichen steigenden Immobilienpreise, macht Ihnen das so mal ab und zu schlechte Laune? Also das ist ja schon extrem. Also natürlich ist das ein riesiges Problem, das den allermeisten Münchnern auch auf der Seele lastet, das ist gar keine Frage. Wir können natürlich Privatinvestoren nicht komplett vorschreiben, welche Preise sie haben. Das heißt, wir müssen, wie gesagt, über geförderten Wohnraum agieren. Wir müssen versuchen, dass wir insgesamt in einem gewissen Rahmen mehr Wohnungen schaffen, um Druck rauszunehmen. Aber da gibt es auch kein einziges goldenes Patentrezept, da muss man ehrlich sein. Jetzt, wenn man so mal die Stadtpolitik ansieht, ist ja da im Grunde so, also ich bin jetzt auch Münchner, also ich muss sagen, wenn ich das von außen so betrachte, es ist irgendwie schon eine kluge Stadtpolitik, die da gemacht wird. Also ich glaube, sie ist erst recht klug seit 2014, seit wir mitregieren, so viel parteipolitischer Stolz muss an dieser Stelle auch sein. In die Zukunft gedacht, haben wir schon Probleme, die wir bewältigen müssen. Im Augenblick ist es, glaube ich, eine sehr lebenswerte, sehr schöne Stadt. Man spürt aber, dass die Leute unruhiger werden, dass das vielleicht nicht immer so weitergeht, dass sie auch zu Wachstumsverlierern werden können. Das hat man gesehen. Sind es auch so unterschwellige Ängste oder so? Ja, ich glaube, die hat man gut bei so einigen Bürgerbegehren auch gesehen. Das hat man gesehen bei der dritten Startbahn, das hat man bei Olympia gesehen, viele in der Politik auch dachten, dass das bei der Bevölkerung eigentlich gut ankommen müsste und wo man gemerkt hat, dass zu viele Leute Angst haben, zu Wachstumsverlierern zu werden. Und das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe in München, dass wir mehr Gewinner in dieser Stadt haben als Verlierer, möglichst gar keine Verlierer, und dass wir diese Ängste auch ernst nehmen. Und diese enorm steigenden Kosten führen zu Ängsten, da brauchen wir gar nicht drüber reden. München ist ja auch eine sehr internationale Stadt. Da gibt es ja auch unglaubliche Synergien. Also. Wir als Münchner freuen uns, wenn wir besucht werden, weil wir gastfreundlich sind. Der Tourismus ist ein ganz wesentlicher Wirtschaftszweig in München. Der auch stark wachsen ist. Der wachsen ist. München ist eine Wirtschaftsstadt und da stehen wir als CSU natürlich auch ganz klar dafür. Insofern liegt es uns auch am Herzen, dass wir für Leute attraktiv sind, die aus aller Welt zu uns kommen. Ich ganz persönlich würde mir wünschen, dass die Hotels etwas mehr über München verteilt werden. Da spreche ich jetzt einfach auch für den Bereich, für den ich örtlich in der CSU zuständig bin, für München Mitte. Es kann nicht sein, dass in weniger als 1% der Fläche um den Hauptbahnhof herum, ich glaube, 60% aller Hotelbetten sind. Das fände ich schön, wenn sich das mehr verteilt. Grundsätzlich finde ich aber Tourismus was Wunderbares für München. Ist doch toll, wenn so viele Menschen aller Generationen hier auf dem Marienplatz stehen, durch München gehen. Ich finde das herrlich. Jetzt ist ja Seppi Schmidt nicht mehr da.
jetzt ist Herr Pretzel da, der macht das, glaube ich, ganz ordentlich. Also so ist ja nach Seppi Schmidt auch nicht so einfach. Also Manuel Pretzel schätze ich nicht nur menschlich, ich würde sogar sagen freundschaftlich sehr, sondern mindestens genauso politisch. Er macht das ganz hervorragend. Er ist, obwohl er noch nicht so alt ist, seit, wenn ich richtig rechne, 17 Jahren im Münchner Stadtrat, ist damit einfach unglaublich erfahren. Er hat in der Fraktion großen Rückhalt, macht es als Fraktionsvorsitzender wirklich ganz hervorragend. Und er meistert auch diese ungewöhnliche Doppelbelastung, Fraktionsvorsitzender und zweiter Bürgermeister, die uns als CSU noch stärker aufstellt, finde ich ganz großartig. Und ich bin extrem froh, dass wir ihn in dieser Spitzenposition haben. Und er ist ja jetzt auch Standesbeamter, gell? Richtig. Das ist ja auch schön. Richtig, wir haben schon gewitzelt für die zweite und dritte Ehe in der Fraktion. Ja, genau, steht er jetzt zur Verfügung. Jetzt gibt es ja nächstes Jahr Wahlen. Macht Ihnen das so ein bisschen Kummer? Weil ich meine, der Bürgermeister, Oberbürgermeister macht ja schon irgendwie einen guten Job, ist wahnsinnig beliebt, kommt unglaublich an, auch bei der Bevölkerung. Also die Wahlen werden, glaube ich, extrem spannend. Für uns ist es eine neue Situation im positiven Sinne, weil wir aus der Regierung kommend in den Wahlkampf gehen können. Mhm. Unsere Aufgabe wird sein, dass wir den Bürgern die Erfolge, die wir, glaube ich, politisch sehr wohl zu verzeichnen haben, dass wir das auch gut kommunizieren. Auch gut verkaufen. Ja. Ich freue mich auf den Wahlkampf, weil es natürlich mehr Spaß macht, auf Regierungserfolge zu verweisen, als aus der Position raus einfach Dinge nur zu fordern. Mhm. Und es ist sicherlich nie einfach gegen einen amtierenden Oberbürgermeister. Man muss klar sagen, dass die SPD im Augenblick massivst schwächelt, historisch schwächelt. Die Grünen sind zugegebenermaßen stark wie nie, sodass das ein extrem spannender Wettkampf wird, was aber auch was Positives hat. Kommunalwahlen haben oft nicht so hohe Wahlbeteiligungen und ich würde mich sehr freuen, wenn gerade diese Vielfalt des Angebotes, diese Konkurrenz auch möglichst viele Wählerinnen und Wähler in die Wahlkabine an die Urne treibt, weil dadurch auch die extremistischen Ränder geschwächt werden können. Sie sind auch finanzpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. Macht die Finanzen, München ist ja, steht ja gut da. Ja, aber das kann sich ja von Jahr zu Jahr sofort wieder verändern. Ja. Wo, wenn Sie jetzt einfach mal so ein bisschen Wunschkonzert machen könnten, was würde Ihnen da noch abgehen, finanzpolitisch gesehen? Also grundsätzlich stehen wir im Augenblick gut da. Wir haben hohe Gewerbesteuereinnahmen. Wir haben, glaube ich, kluge Haushaltspolitik gemacht in den letzten Jahren und haben die Schulden auf einen fast Rekordtiefstand zurückgeführt, was uns sehr wichtig ist, auch mehr als, sagen wir, finanzpolitischer Ordnungspolitiker. Ja. Und wir haben das ja auch in den Kooperationsvertrag reinverhandelt als CSU, dass wir keine neuen Schulden machen wollen. Und es schaut so aus, als ob wir das auch bis zur Wahl gut durchhalten werden. Man weiß nie, ob die Wirtschaft irgendwann einbricht. Das sind Dinge, die wir nicht in der Hand haben, erst recht global gesehen. Wir haben natürlich einige exportstarke Unternehmen in München, die international verflochten sind. Auch 5 DAX-Unternehmen hier in München. Richtig, exakt. Und wenn da die Gewerbesteuer einbricht, ist es für eine Kommune dann natürlich schwierig. Das wissen wir nicht, ob das in 2 Jahren so ist, in 5 Jahren, 8 Jahren. Sodass, glaube ich, es klug war, dass wir sehr konservativ Finanzpolitik betrieben haben. Wir werden aber sicherlich in den 20er Jahren auch enorm viel Geld brauchen. Die Schulbauoffensive, die größte ist, die eine Kommune je gestemmt hat in Deutschland, ist angelaufen, die bis zu 9 Milliarden verschlingen wird. Das war auch bitter nötig bei den heruntergekommenen Schulen in München. Das ist, glaube ich, klar auch unser Verdienst, weil wir seit 2014 dabei sind. Und passiert da auch jetzt schon da was? Da passiert jetzt was. Die Gelder werden abgerufen, da wird gebaut. Es werden auch viele Schulen. Katastrophale Toilettenzustände gewesen und so. Also absolut. Und das war unser politisches Anliegen, dass man dort viel Geld reinsteckt. Und das wird jetzt auch reingesteckt. Und das wird noch mehr werden in den 20er Jahren. Da werden wir viel Geld brauchen. Das gleiche jetzt auch die Möglichkeit, die Zinsen sind quasi auf Null. Das ist ja auch wichtig. Also im Augenblick ist die Finanzsituation da gut. Und ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt auch entsprechende Polster uns erarbeitet haben, die wir vermutlich brauchen werden. Auch für die Entwicklung in die Verkehrsinfrastruktur. Stichwort U5, Stichwort U9. Das sind Dinge, wo wir als Landeshauptstadt München auch Geld in die Hand nehmen werden müssen. Trotzdem hoffe ich da, dass auch Land und Bund sich entsprechend beteiligen, weil wir davon so viele Milliarden reden, das können wir selbst nach unserer klugen Haushaltspolitik nicht alleine als Kommune stemmen. Die Schulen, das ist ja, und die Schulen, das sind ja die Zukunft, die Kinder sind die Zukunft. Die ganze Digitalisierung, wie weit ist denn da München in den Schulen? Heute muss ja fast jedes Kind oder jeder Schüler
gewisses Hightech-Instrument haben? Also ich bin nicht der Top-Bildungspolitiker, außer dass ich selber mal auf der Schule war. Aber wenn ich es richtig hinbringe, ist natürlich die Lernmittel Aufgabe des Freistaats. Das ist ja eine Finanzierungsteilung zwischen Freistaat und Kommune. Wir sind aber für die Infrastruktur, also die Gebäude verantwortlich. Und da bemühen wir uns, dass wir so schnell wie möglich, so viel wie möglich sanieren, auf den besten Stand bringen und dass wir auch gerade in den neuen Vierteln, wie in Freiham draußen zum Beispiel, nicht erst Wohnungen bauen und dann die Schulen hinstellen, sondern die Schulen gleich mitplanen, weil die Schulen neben den Krankenhäusern, finde ich, auch die wichtigste Investition in ein Gemeinwesen sind. Die Lehrer oder die Lehrerinnen, das ist ja auch ein Berufsbereich, der im Grunde nicht geschützt ist. Also ich finde, der Lehrerberuf, der, also wenn viele Lehrer und, oder Lehrerinnen, die erziehen ja quasi schon die Kinder. Ja? Wie ist denn so die Entwicklung der Lehrer in München? Ich glaube, dass unsere Lehrer einen großartigen Job machen und möchte die auch ganz klar unterstützen. Und es ist, glaube ich, auch nicht immer einfach, gerade in einer Stadt wie München, wo es bestimmt viele anspruchsvolle Eltern gibt, dieser Anspruchshaltung auch gerecht zu werden. Und ich bewundere die, wenn die da mit Elan rangehen und so tobende Klassenzimmer zur Ruhe bringen. Dadurch, dass die Zahl der Bewohner in München steigt, steigt auch die Zahl der Kinder, auch die Klassengröße, und das ist nicht einfach. Jetzt, wie muss man sich denn so, unsere Zuschauer sind da sicherlich mal gespannt, wie muss man sich denn so einen Tagesablauf von Ihnen vorstellen, Herr Professor Theiss? Einfach so. Wenig Schlaf und viel Spaß. Es ist so, dass ich ja klinisch aktiv bin und Politik mache. Wie ist das so im Verhältnis? Das ist zeitlich relativ schwierig auseinanderzudröseln. Aber Sie haben Ihren Patientenkreis? Es ist so, dass ich voll im Klinikum Großhaden tätig bin, als Oberarzt in der Kardiologie. Ich könnte das nicht mit der Politik kombinieren, wenn ich dort nicht einen Chef hätte, der das auch wohlwollend unterstützt und der mir die Flexibilität gibt und da auch den Rücken stärkt. Wenn ich in der Klinik bin, bin ich vor allen Dingen im Herzkatheter und kümmere mich um die Herzkranzgefäße unserer Patienten oder implantiere Herzklappen quasi über einen Zugang in der Leistengegend. Und wir sprechen regelmäßig durch, wann ich politische Aufgaben habe. Da haben wir auch so einen Kalender in der Klinik, wo ich das eintragen kann. Aber gibt es ja auch mal so Emergency Cases, also dass man eben irgendwas passiert dann? Wir haben insgesamt ein Team, in dem man das, glaube ich, sehr gut auffängt und wo ich auch unterstützt werde, Gott sei Dank, sonst würde das so nicht funktionieren. Wir sind im Herzkatheter ein Team von mehreren Ärzten und meine politischen Termine spreche ich mit denen ab, sodass ich dann auch in den meisten Fällen das Haus pünktlich verlassen darf. Wenn ich auch wirklich Hintergrunddienst habe, habe ich dann natürlich keinen politischen Termin. Sie haben mal Nachtdienst, oder? Wenn ich Nachtdienst habe, da stehe ich selbstverständlich der Klinik zur Verfügung. Ja. Und ich schlafe dann nicht in der Klinik, sondern bin quasi in Handybereitschaft. Und wenn ein Infarkt ist, fahre ich dann rein. Und das hat dann aber auch immer Vorrang vor jedem anderen Termin. Und bis jetzt funktioniert es. Vor 5 Jahren war das für mich schon was Neues, das so zu kombinieren. Ich hatte da auch in der Klinik jetzt kein Vorbild, der das mal so gemacht hat. Und habe mit meinem Chef damals vereinbart, dass wir es probieren. Bis jetzt ist es, glaube ich, toi, ganz und, gut. Und ich meine, Sie sind ja noch in der blutjung. Ich meine, nach oben kann es ja weitergehen. Dann muss man sich ja schon mal für das eine oder für das andere entscheiden. Also ich halte es da mit dem Straßenkehrer bei der Momo von Michael Ende einfach nur Schritt für Schritt. Ja. Und im Augenblick genieße ich sehr, dass ich das kombinieren kann. Man weiß nie, ob sich mal eine Aufgabe stellt, wo es dann nicht mehr zu kombinieren ist. Und dann werde ich mir die Gretchenfrage stellen müssen. Ich hätte den Schritt in die Politik nicht getan, wenn ich es mir nicht grundsätzlich vorstellen könnte, auch nur politisch tätig zu sein. Wobei ich dann wahrscheinlich heulend im Herzkatheter sitzen würde, weil ich diese Aufgabe wirklich liebe und das nur für eine ganz besondere. Aber es geht einfach nur mit Herzblut auch. Also, es geht nur mit Herzblut im wahrsten Sinne des Wortes. Und in der Politik ist aber nicht immer alles planbar und manchmal können sich auch Türen öffnen oder wo auch dann die Erwartungshaltung unter Umständen da ist, eine bestimmte Position anzutreten, wo es nicht mehr kombinierbar wäre. Dann müsste ich in mich gehen und könnte es mir dann aber vorstellen. Jetzt haben Sie ja auch eine süße Tochter. Sie ist, glaube ich, 3 oder 2? Wird jetzt 3. Wird 3. Ihre Gattin ist ja auch Ärztin. Wie ist es dann so abends, wenn Sie nach Hause kommen? Gibt es da auch so Themen medizinischer Art oder ist man da einfach Familienvater? Also ich versuche mein Familienleben nach Möglichkeit aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Also, grundsätzlich unterstützen wir uns da sehr. Ich glaube, sonst wäre dieser Weg so auch nicht gangbar. Man muss sich da austauschen, man muss sich da aber auch einfach gerade die zeitlichen Möglichkeiten geben. Und ich glaube, dass das bisher gut funktioniert. Jetzt ist es ja schon, ja, wie gesagt, wieder fast Sommer, da muss man schon wieder ans Oktoberfest denken. Was kommt denn da so auf den Stadtrat so zu allgemein?
Sie haben ja auch jetzt einen neuen Sprecher, der Wiesn. Ich bin schon seit meiner Kindheit Wiesn-Fan, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass ich immer während der Wiesn Geburtstag habe, sodass das für mich sowas ist wie die Weihnachtszeit. Das hat so eine kindliche Freude auch. Na, ich bin Jungfrau, Jungfrau, 20. Okay. September. Okay. Das ist in allermeisten Fällen ist das immer zur Wiesn. Mhm. Habe auch früher meinen Geburtstag nicht mehr draußen gefeiert und gehe privat wahnsinnig gerne auf die Wiesn. Mhm. Es ist richtig, dass der Stadtrat mit der Wiesn viel zu tun hat, weil dort im Prinzip die ganzen Genehmigungen dafür durchlaufen. Sicherheit. Exakt. Weil es ein Fest ist, dass auch die Landeshauptstadt mit ja ausrichtet. Ich selbst bin nicht im Wirtschaftsausschuss, habe aber auch genug politische Verpflichtungen draußen, bin aber ehrlich gesagt ganz froh, dass ich auch privat viel auf die Wiesn kann und beneide meine Stadtratskollegen da manchmal nicht, die wirklich jeden Tag von früh bis spät dort nur politische Termine wahrnehmen, weil ich es einfach liebe, da mit meinen Freunden, mit meiner Familie draußen zu sein. Aber dann eben schon mal ein Bierchen, oder? Ich bin eigentlich nicht der wirkliche Biertrinker, mhm. Weil mir das zu bitter ist. Ja. Es ist ein Wunder, dass ich in der CSU überhaupt einen Schritt nach vorne gemacht habe, obwohl mir Bier nicht so schmeckt. Ich werde auch schon immer aufgezogen. Mhm. Ich trinke lieber Wein oder dann mal ein Schnäpschen oder dergleichen. Ja. Wenn ich Bier trinke, dann als Radler. Ah ja, wunderbar. Lieber Herr Professor Theis, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke Ihnen. War schön hier im kleinen Sitzungssaal. Ja, liebe Zuschauer, das war schon wieder, diesmal aus dem Rathaus mit Professor Dr. Hans Theis. Wir sehen uns wieder bei unserer nächsten Sendung. Bis dahin noch eine schöne Zeit.